Wie ist es nicht alleine, weißt du? Die Stadt ist voll mit Leuten. Ich weiß, sie sind da. Ich kann ihre Schornsteine sehen und den Rauch riechen. Da sind mehr Leute, als ich zählen kann. Also mehr als 10. Ja, das ist 10 und dann ist eigentlich schon wieder Schluss. Ich will jeden besuchen und Milliarden von Fragen fragen. Wo kommst du her? Was wolltest du immer werden? Was ist dein Lieblingsgeruch? Jetzt beantworte mal die Fragen, Conny. Das sind interessante Fragen. Ja, das, weißt du, das will ich halt gern mal wissen. Was ist dein Lieblingsgeruch? Ich glaube, warte, lass mich nachdenken. Ja. Ich glaube tatsächlich Burger. Ja, Burger ist schon nice, ne? Super. Ich hätte jetzt Waldfrucht genommen oder so, ne? Und was, eine Frucht? Ja, Waldfrucht. Das gibt's doch so als Kerze. So Waldfrucht. Ach so. Ja, fruchtig. Ja, aber und sie holt Burger raus. Sie ist einfach realistisch. Ja, also der Geruch von Burger, weißt du, das ist schon ein Highlight, so. So, Duftkerzen mag ich alle. Weißt du, es gibt ja Duftkerzen, die riechen nach Tannenbäumen. Es gibt Duftkerzen, die riechen nach Rosen, Blumen, Frühling, Winter, Sommer, Herbst. Ja. Massig, aber weiß ich nicht, Vanille ist schon so ein Ding für sich. Und was war denn jetzt noch? Vanille? Ich weiß nicht. Lavendel. Ja, Lavendel ist ein bisschen langweilig, finde ich. Ja, das mag ich auch nicht. Das soll ja beruhigend wirken, aber ich möchte das nicht riechen. Aber das Ding ist, ich gewöhne mich auch an den Geruch. Also ich muss echt den Raum verlassen, wieder reinkommen und dann rieche ich es wieder. Ja, das stimmt, weil du irgendwann gewöhnst du dich so dran. Ich so, ist gar nichts. Genau. Und was wolltest du immer schon werden, Conny? Eine sehr gute Frage. Hattest du überhaupt mal einen Traum als Kind? Ich glaube nicht. Und das ist traurig. Später wollte ich einfach nur noch, weiß ich nicht, Pilotin werden. Oh. Dann Tierarzt. Uh-huh. Aber so, was ist halt mal realistischer. So, Tierarzt ist ja noch realistisch, aber Pilot ist so. Und du? Ich glaube, ich wollte in der Grundschule. Bestimmt nur erste Klasse wollte ich Lehrerin werden. Später wollte ich Gärtnerin werden. Ja. Also alles solche, weißt du, so ruhige, realistische Berufe, mehr oder weniger. Ja, ne? Die man erreichen könnte. Wenn ich gewollt hätte. Ja. Und ich glaube, dann wollte ich Erzieherin werden. Oh. Tja, und jetzt bin ich Krankenschwester. Ja, ne? Das ist ja Mensch. Ja, ne? Ich hab was erreicht im Leben. Ja. Kann man das irgendwie kombinieren? Wolltest du Erzieherin werden eigentlich? Ja. Wolltest du Pflanzen erziehen? Und bist aber mehr so in du pflegst sie gegangen. Weißt du, zuerst wollte ich mich um Kinder kümmern, dann um Blumen. Dann um Kind, dann wieder um Kinder. Und jetzt bin ich bei Erwachsenen. Oh. Jetzt bin ich bei den. Treu geblieben. Jetzt bin ich bei den alten Leuten. Ja. So jetzt wo. Auch wenn sie überall sind, sind sie doch weit weg, wie kleine brennende Galaxien. Mit kleinen Schornsteine. Auf ihren Köpfen. Oh, das lässt mich frösteln. Aber frösteln. Aber ich werde ich immer haben. Schmatz. Sogar Parmisch. Ah, oh, ne. Jetzt gibt es sogar noch einen Schmatz, weißt du? Ach, du Jemine. Ja, aber sie hat so geschrieben. Sie hat sie nur geschrieben. Also gab es keinen echten Schmatzer, weißt du? Guck mal, die kommt sogar schon mit einem Propeller da. Hast du gesehen? Das war eine kleine fliegende Spinne. Jetzt würde ich mir Sorgen machen.
Oh. Oh, guck mal, es hat nicht funktioniert. Leider nicht. Aber wir haben Pixelfeuer. Hui. Das ist ein Pixelfeuer. Cool. Was schreibt sie denn wieder? Achso, das ist ihr Brief. Weißt du, ich hab gesagt, du hast mir schon wieder was geschrieben, aber. Ah! Weißt du, du kannst mir auch mal antworten. Nö, ich schick dir nur was, wenn du mal was brauchst. Winzige Galaxie! Das Schicksal liegt in deinen Händen. Gravitation. Guck mal, das ist doch bestimmt kombinierbar mit diesem Planeten, oder? Mit dem Mond? Mit dem Mond. Das ist immer probieren. Der Mond. Oh, das dauert ja nur gefühlt ein Jahr. Viele Monate später. Hm. Muss auch auf den Kombos machen. Aha. Ach, wie niedlich. In Stückchen vereint. In Stückchen vereint. Was schreibst du denn Schönes? Ah. Ah, es sind nur Wettermeldungen. Also wichtige Wettermeldungen. Juhu. Ich wollte einen Kreis. Es wird windig da draußen. Aber der Wind weht. Nicht in Richtung Westen oder Osten. Sondern. Auch nicht in Norden oder Süden. Sondern? Er weht nach oben. Oh, also Norden. Hinauf, hinauf, hinauf. Haltet euch warm dort unten. Meldung vom Wetterballon. Über den Rauchwolken. Über der Stadt. Der Wettermann. Der Wahnsinn. Ein schwebender Brief. I believe I can fly. Bitte nicht stören. Nee. Ich hab etwas Besseres zu tun. Ja, ne? So, hier, extra für dich. Ja? Aha. Yo. Er weiß Bescheid. Keine Ahnung, was verbrannt ist, aber das ist nicht verbrannt. Japanische Kombo. Japanisch würde mir jetzt einfallen. Sushi? Ja. Und vielleicht der Ninja? Ja. Oder ist das rassistisch? Nee, das ist nicht rassistisch, das ist kulturisch. Ach so, kulturisch? Ja, du kennst ihre Kultur. Ach so. Weißt du, Fernsehen prägt und zeigt die Kultur des Landes. Ja. Auch wenn manchmal falsch. Bequem. Ja. Er ist so stolz auf seine Sushi-Rollen, weißt du? Weißt du, ich kann schlau sein. Hui. Ja, ach, den haben wir auch noch. Hey, Miss Nancy's Anleitung für die volles Wohnen. Ja. Ja? Ja. Eine bessere Anleitung kriegst du gar nicht für die volles Wohnen, ne? Also, kannst du ein paar Tipps abholen. Also kein Ikea-Laden könnte mir einen besseren Katalog geben. Mhm. Und wenn, ist er gestohlen. Genau. Sag mal, bist du noch nicht müde von mir? Wenn wir telefonieren? Nee. Bist du noch nicht müde von mir? Ach so. Nicht, dass dass du dich langweilst zu Tode und dir so denkst, wann macht sie endlich Schluss? Eigentlich noch nicht. Noch nicht. Man ist so langsam nur müde, aber. Aber so ist also voll cool. Okay. Oh, achso, das fühlt nichts ein. Oh, stimmt. Ah, jetzt kannst du die Eier machen. Oh. Omelette. Oh, weh, das klappt nicht. Weh, da kommt kein Phönix raus.
Meisterhaft. Nennen sie auch Eisterhaft. Oh, das ist noch Ei. Jetzt. Sicher. Sehr schön. Tatsache. Sie können einfach dem anderen Jungen sich davor gesetzt und gesagt, nein, das ist meine Show. So, ich glaube, eine Kombo fehlt uns noch, ne? Uns fehlen so einige Kombos. Aber für die nächsten Katalog fehlt uns, glaube ich, noch einer, ne? Ach so, ja. Ja. Ja, eine Kombo noch. Ah, kann ich froh sein, dass ich hier nur sitze? Ja, ich bin sehr froh, dass du hier nur sitzt. Ja, sonst wärst du mich aufgeschmissen. Ja, sowas von. Aber Puzzle. Puzzle, irgendwas war das, ne? Puzzle-Abenteuer. Puzzle. Wozu ein Puzzle? Ein Puzzle hat man doch gar nicht, ne? Ah, vielleicht Tetris. Weißt du? Tetris? Hm. Tetris? Ja. So begeistert klingst du nicht? Na, ich überlege, was dazu noch passen könnte, weißt du? Oh, ihn oben drauf. Ha! Wunderschön. Ja. So. Mensch, hat sogar recht gehabt, geil. Ja, natürlich. Weißt du, das klingt so, als hättest du jetzt gleich damit gerechnet, dass ich nicht recht habe. Nein, natürlich nicht. Ich hab vollstes Vertrauen in dir. Ja, ich merk's. Doch, ja, das ist pures Vertrauen. Aber jetzt können wir den neuen Katalog nutzen. Katalog. Oh, eine alte Lady. Was ist denn das? Ein heulender Kojote. Frag mich, für wen der Kojote heult. Er heult für dich. Oh. Alte Frau Puppe, vielleicht stirbt sie. Sehr schön. Das grauenvolle Geheimnis. Das schwellende erste Buch einer grauenvollen Trilogie. Gekauft. Eine modernste Lampe. Minimalistisches Design trifft minimale Brandschutzbedingungen. Oh, Matjoschka. Geht es so gleich wie einzigartig wie die vorherige? Ja. Oh, guck mal, Ölgemälde. Viel farbenfroher und lebhafter als die echte Person. Ja, das sieht schon, ein traumhaftes Bild. Ui, englische Wörterpackung. Schussle ein paar zufällige Wörter zu einem Gedicht zusammen, genau wie echte Dichter. Oh, das klingt toll. Ja, das ist voll deins. Ja, das ist meins echt. Terrible secret with the lamp. Dann haben wir hier noch eine Matjoschka. Ein Matjoschka. Blub. Blub. Ah, das wäre cool, wenn wir jetzt auch so ein Echt könnten. Dann würdest du sie gerne verbrennen, oder? Ja. Oh. Ja. Wenn ich mit meinem... Ach so, Little Inferno Placement spiele. Ja. Fire Placement. Habe ich so viel Spaß. Ich starre über Tage und Stunden hinweg in das Feuer. Wohin ist all die Zeit gegangen? Sie ist zum Kamin hinaus, raus. So wie alles andere auch. Punkt. Oh, da war wirklich schon vorbei. Das war ein sehr traurig, deprimierender Brief. Wenn du so aber auf die Uhr guckst, denkst du so, du hast wirklich die ganze Zeit nur das Feuer gefahren hier. Ja, Mensch, nee. Was hast du heute gemacht? Ich hab Dinge verbrannt. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ja. Numbers. Whatever. Tender. Prison. Boo. Leader. So, jetzt machen wir was Schönes draus.
Ne? Der Lokomotivenführer tut, was immer zu tun ist, um nicht ins Gefängnis zu landen. Also versucht er mit viel Buben die richtigen Nummern zu kriegen. Mit viel Buben, ne? Ich finde, das war ein wunderschönes Gedicht, oder? Oder kriegst du es besser hin? Nein. Okay, dann lassen wir es so. Ich habe schon so ein bisschen überlegt und denke mir so, nee. Oh, ich bin eher so bei sowas, bin ich so unkreativ, ne? So mit Wörtern und zusammenfügen und. Oh, ich erinnere mich. Ja, doch, dann immer so zwei Wörter gehabt. Ja. Und ich weiß gar nicht, wie das mehr war, aber irgendwie musst du die auch so ganz komisch verbinden. Das war so kacke.